Man redet über Nachhaltigkeit in Form von Baustoffen, Materialitäten und allem drum und dran, aber die größte Nachhaltigkeit bringt einem nichts, wenn man dann das Haus nicht mehr bewohnen kann, auf Deutsch gesagt. Ne? Wenn's oben leer. Herzlich willkommen zu Hausbautipps mit Flo vom Bauherrenforum, dem Podcast für alle zukünftigen Bauherren. Wo ich dich noch da habe, Amelie? Ja. Nur für euch, wir haben es schon mal aufgenommen, aber ich habe nicht drauf gedrückt. Aber wo ich dich noch da habe, wir haben gerade drüber gesprochen, wie man denn ein Haus in verschiedenen Nutzungsphasen, wenn ihr dabei gewesen wärt, das wäre eine super Geschichte gewesen. Aber wir versuchen es jetzt nochmal zu wiederzubeleben. Wie sollte man, also wir haben drüber gesprochen, wie kann man denn ein Haus wirklich durch die verschiedenen Lebensphasen nutzen? Weil ich finde, ganz ehrlich, das ist einer der größten Planungsfehler, die man so am Anfang machen kann. Dass man eigentlich nicht dran denkt, also dass man hauptsächlich an die Situation jetzt denkt und dann nicht dran denkt, okay, wie ist denn, wenn die Kinder mal 15 sind und vielleicht einen anderen Raumanspruch haben? Wie ist es, wenn die Kinder 25 sind und halt vielleicht hin und wieder nochmal zu Hause schlafen, aber halt nicht mehr regelmäßig? Wie ist es, wenn wir mal auf einer Ebene wohnen müssen oder wollen, weil es halt einfach mit Treppe nicht mehr geht? An was muss man da denken? Ne? Und wir hatten jetzt schon so Themen wie, dass man halt versucht, wirklich unten das Leben auf einer Ebene halt überhaupt möglich zu machen. Aber generell gibt es vorher noch einen Tipp eigentlich. Ja. Gar nicht erst so groß bauen. Nicht immer alles in riesig, ja. Kommt immer darauf an, wie der Stand ist, das ist schon klar. Aber wenn man jetzt, gehen wir mal den Fall durch, man hat zwei jugendliche Kinder. Das heißt, das dauert wahrscheinlich nicht mehr allzu lange, dass die irgendwann mal ausziehen. So. Und dann hat man ein Riesenhaus. Ja. Man plant unten noch ein Gästezimmer ein und ein Arbeitszimmer und Dinge und wie auch immer. Ja, und dann ist das ganze Haus leer und man hat oben so viele Räume. Also wie gesagt, vielleicht erstmal ein bisschen kompakter denken. Mal als ersten Tipp. Und wie du schon sagst, leben auf einer Ebene. Ja. Aber auch da wirklich komplett, also mit rotem Faden, ja. Also nicht nur denken, wo kriege ich irgendwo mal einen Schlafsofa hin, sondern nee, wo kann ich wirklich ein Bett aufstellen, einen Kleiderschrank. Gibt es einen Raum, den ich wirklich umnutzen kann oder kann ich einen umnutzen, muss einen anderen vergrößern oder eliminieren? Ja. Da hast du jetzt vorhin gemeint, wie die Speisekammer zum Beispiel. Speisekammer oder Abstellräume, alles was so. Aber ist ja dann wichtig, dass man zum Beispiel jetzt die Speisekammer schon quasi an der Ecke plant, ne? Oder in dem Bereich vom Haus, wo man es dann auch mit einem anderen Gästezimmer oder was es jetzt halt ist, dann auch verbinden kann und nicht, dass es halt irgendwo dann wieder abgeschlossen an irgendeiner Hauswand ist und dann kommt man da gar oder hat nicht die Möglichkeit, das zu verbinden. Also deswegen ist es ja so wichtig, dass man das gleich, wenn man solche Gedanken hat, das dann auch äußern. Also wenn man mit einem Architekten zusammenarbeitet, das kann der ja so gut mit einpflegen. Ja, ich habe jetzt gerade aktuell genau den Fall, das ist witzig, Okay. Aber man muss, wenn die mir das nicht äußern und dann sich denken, irgendwann bauen wir es dann um, das ist dann schwierig, vielleicht verlaufen Leitungen und dann ist es ein riesen Zinnober, das Ganze umzuleiten oder was. Na, also vielleicht gleich wirklich bei der Planung mit berücksichtigen, dann ist es eigentlich ein einfaches, kann man so schnell mit der, wenn es halt richtig geplant ist am Anfang. Genau. Ja. Man plant dann auch die richtigen Wanddicken ein, sodass das dann auch relativ leicht ist, diese dann zu entfernen, auch vielleicht mit dem Bodenbelag, dass der dann durchgeht, dass es kein wechselnder ist. Ja. Ja, und dann hatten wir auch noch gesagt, dann natürlich neben dem Schlafzimmer auch, man muss sich irgendwo duschen, wenn man nicht mehr oben geht, oben ins Bad geht, dann auch eine ordentliche Dusche in einem ordentlichen Bad, das soll dann schon gar nicht mehr als nur WC dienen mit Dusche drin, sondern eigentlich ein Bad dann gleich mit einplanen, Ja. Also, und das finde ich wichtig, weil jetzt hast du gerade gesagt, ein bisschen kompakter und die Fläche vielleicht schon überlegen, ob man die dann braucht oder ob es sinnvoll ist. Aber ich finde gerade jetzt wieder im Detail, ne, also rausgezoomt, sicherlich genau richtig. Jetzt wieder, wenn man näher hinschaut, beim Bad, also beim Dusch-WC, nennen wir es jetzt halt mal, im Erdgeschoss. Das sollte jetzt aber wieder nicht zu klein sein, zum Beispiel. Genau. Ne? Also hat man irgendwo, muss man diesen Kontrast halt unterbringen, dass man eigentlich ja dann später dieses Dusch-WC ein bisschen größer braucht, als es dann vielleicht am Anfang sein sollte. So ist es. Also ja, wie gesagt, das ist eine feine Sache, da muss man schon in sämtliche Richtungen gucken. Aber es ist auf jeden Fall so, man plant erstmal für den jetzigen Stand, aber man kann, wie gesagt, trotzdem mit einfacheren Mitteln so unkompliziert dann irgendwie, wie gesagt, jetzt unten das Wohnen machen und also das und nach unten verlagern und dann denkt man sich, okay, was mache ich jetzt mit oben? Ja. Ja, da kommt man gleich schon wieder aufs Nächste. Entweder man platziert den Eingang so, dass vielleicht wirklich ein separater Eingang noch erfolgen kann, also mit Treppe zusammen, also Treppe und Eingang, sodass dann eine andere Partei oben wohnen kann. Ja. Ja.
Oder auch, dass man sagt, man setzt einfach eine Außentreppe irgendwo hin. Wo gäbe es denn einen Platz in meiner Planung dann, vielleicht, dass ich künftig mir eine Außentreppe dann generiere und dann gibt es eine neue Wohneinheit da oben. Ja? Ja. Und dann wohnt da jemand anders, das kann ich vermieten, wie toll. Also, ja. So Platz nutzen, ne? Weißt du, wie schlimm ist es, wenn das ganze Obergeschoss, Leer steht. Leer steht, ja. Aber das finde ich auch, wollte ich jetzt auch nochmal drüber sprechen, so dieses, wirklich das Treppenhaus ist ja da eigentlich das wirklich Entscheidende am Ende des Tages. Ne? Dass du wirklich die Möglichkeit hast, aus einer Wohneinheit im Prinzip zwei zu machen überhaupt. Genau. Ja. Oder dass man es halt wirklich gleich schon als zwei plant und dann sind halt die Kinder da oben, also wenn das jetzt schon, weiß ich nicht, Kinder mit 12, 13 Jahren oder sowas sind, ist ja dann völlig okay, wenn da eine Wohnungstür im Endeffekt noch eingebaut ist oder wenn es halt wirklich im Prinzip abgetrennte Genau, Einheiten man muss ein paar sind, also Vorschriften einhalten, wenn man so macht. Ne? Also es muss wirklich dann auch getrennt voneinander sein. Aber das ist ja alles auch nicht weiter tragisch. Man kann das relativ gut und mit einplanen. Oder wie gesagt, was weniger Platz wegnimmt, ist dann so eine Außentreppe. Ja. Ist auch in der Regel jetzt nicht allzu teuer. Jetzt geht's bei uns tatütata. Wahrscheinlich hört ihr es. Ich hoffe, man versteht uns noch. Ja. Nee, und Außentreppe, das ist aus Stahl in der Regel super einfach. Kann man schön machen, muss man aber jetzt, wie gesagt, an einer guten Position vom Haus aussuchen und dann hat man da auch eine Erschließung gewährleistet, die jetzt nicht im Haus erfolgen muss, wenn man das nicht möchte, dass eine fremde Partei ins Haus in den Unternehmen kommt. Aber was halt dann schon wieder echt der Hammer ist, ist halt, dass du dann, also jetzt nehmen wir mal ein ganz normales Haus mit, weiß ich nicht, 8x10 Metern oder 10x10 oder sowas und zwei Vollgeschosse und du hast halt dann oben einfach irgendwo 100 Quadratmeter, die du vermieten kannst und selbst wenn es nur, weiß ich nicht, wenn es ein bisschen ländlicher ist und du kriegst da 6-7 Euro dafür oder so. Toll, das ist doch der Hammer. Dann hast du nochmal eine Zusatzeinnahme und hast nicht, also, dass es oben halt einfach nur leer steht. Ja, man muss ja auch sagen, wann passiert das, in welchem Stand. Genau. Wenn die Kinder draußen sind, man nicht mehr oben ist, dann ist man wahrscheinlich schon im Rentenalter und jetzt wissen wir ja alle, dass das Thema mit der Rente ja eigentlich leider das so ist, wie es ist. Ja, also, dass wir uns alle umschauen dürfen und dementsprechend ist so ein kleiner Nebeneinkunft Gold wert im wahrsten Sinne. Ja. Ne? Also in der Hinsicht auch super. Ja. Was man auch mal ansprechen kann, ist vielleicht das Thema mit so einem Treppenlift. Ne? Mhm. Auch da, das kann man gleich von vornherein mit berücksichtigen, dass man die Treppe einfach so ordentlich so breit macht, dass es dann mal Platz findet, so ein Treppenlift. Ich meine, die sind dann auch am Schluss vom Tag, werden die geklappt. Ja. Aber das würde ich mir auch genauer anschauen, wenn das eine Option wäre. Ja, und auch Türbreiten, alles was mit Breiten, Durchgangsbreiten, Flurbreiten, würde ich jetzt nie aufs Minimum reduzieren. Generell empfehle ich das nicht, weil es ist einfach ein drückendes Gefühl, aber dass man, wenn man mal eine Krücke oder einen Gehstock hat, dass man da auch noch gut durchgehen kann und sich gut fortbewegen kann im Haus. Genau. Ja, das finde ich auch wichtig. Ja. Also es ist wirklich einiges, was man da überlegen kann. Ne? Absolut. Lift ist auch so ein Ding. Ja. Also nicht nur Treppenlift, sondern richtiger Aufzug im Haus. Ja. Sehe ich auch, habe ich, glaube ich, im letzten Jahr schon auch ein paar Bauherren gehabt, die sowas planen. Ne? Braucht es ein bisschen Platz dazu, muss man auch sagen. Braucht es Platz dazu, das ist so. Das, aber ja, ist auch weit gedacht und das ist gerade recht. Also gute Sache, meistens wahrscheinlich so im Treppenauge oder ja irgendwo auch im Treppenauge, wenn es eine Mitte der Treppe, will ich sagen. Ja. oder wie gesagt, da muss man ein bisschen gucken, muss man auch, da gilt es dann auch wirklich schon, einen Aufzugsbauer würde ich mir bei der Planung mit ranholen. Da geht es ja auch um Anforderungen, was den Aufzug angeht. Und je größer die werden, desto mehr geht es auch um Aufzugsunter- und Überfahrt und Technik und so weiter. Na, also da würde ich wirklich jemanden gleich von vornherein mit ins Boot holen. Man muss es ja nicht gleich umsetzen. Manchmal ist die Frage auch, ist eine Umsetzung gleich vielleicht dennoch nicht sinnvoller, falls es einen größeren baulichen Aufwand bedeuten würde. Ja. Ja, solche Sachen. Ne? Ja. Also da könnt ihr uns auch gerne mal ansprechen, wenn ihr dazu Fragen habt. Auf jeden Fall. Sind wir offen und geben euch da auch gerne Tipps. Ja. Was mir noch, gerade als du gesprochen hast. Ja. Ich dachte, ich mache jetzt den Abschluss, siehst du mal. Noch nicht. Weil ich finde es immer ganz spannend, wenn ich Bauherren sehe, die jetzt wirklich so in dieser klassischen Phase, junge Familie, zwei Kinder oder ein Kind, eins noch auf dem Weg oder so, ne? Wie die Pläne aussehen. Und wie die Pläne von Bauherren aussehen, die jetzt vielleicht so Anfang, Mitte 50 sind oder sowas und jetzt sagen, hier, ich baue jetzt so meinen Altersruhesitz oder sowas. Ne? Und dadurch kam ich eigentlich erst auf die Idee, darüber mal eine kurze Episode zu machen und dich mal zu fragen, weil das sind halt schon so unterschiedliche Konzepte teilweise, obwohl ja dieselben Menschen, also auch die junge Familie wird ja irgendwann wahrscheinlich in diese Phase kommen, in der sie halt so leben
muss, mhm, im Endeffekt. Mhm. Und deswegen finde ich das halt irgendwie spannend, das zu kombinieren. Mhm. Und ich glaube, das ist schon so ein Punkt, der, weil man gibt fürs Haus halt so viel Geld aus am, ja, Ende des Tages, ne? Ja. Und du arbeitest ja eigentlich dann dein Leben lang dafür. Ja. Mhm. Klar, die Alternativen sind nicht da. Mhm. Ja, du würdest halt bis zum Ende Miete zahlen, ist ja auch, ne? Ja. Aber es ist halt trotzdem, und das finde ich halt, was total cool ist oder was mir total gefällt, mhm, dass du es halt so machen kannst oder planen kannst, mhm, dass du es über verschiedene Lebensphasen nutzen kannst. Und ich finde, darüber sollte man, wenn ihr das aus der Episode mitnimmt, dann finde ich das sehr gut, ja, dass man da aktiv drüber nachdenkt. Nachhaltigkeit in allen Belangen. Also das ist wirklich der Kern von Nachhaltigkeit, ja, eigentlich. Man, ne, redet über Nachhaltigkeit in Form von Baustoffen, Materialitäten, ja, und allem drum und dran, ja, aber die größte Nachhaltigkeit bringt einem nichts, wenn man dann das Haus nicht mehr bewohnen kann, auf, ja, Deutsch gesagt. Ne? Wenn es oben leer steht, ja, dann würde hast die du Dämmung nichts würde 100 Jahre, ja, aushalten, aber man, genau, müsste es verkaufen oder so. Ne? Also, ja, Nachhaltigkeit ist mehr als eben nur das und eben zum Beispiel auch das Thema, das wir jetzt haben. Und ja, ja, sehr wichtig, dass man es mit bedenkt. Ja. 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 Und ich finde auch so dieses Thema wirklich eine Einliegerwohnung oder halt mehrere Parteien im Haus dann irgendwie unterzubringen, das finde ich auch so von der Nachhaltigkeit her, ja, super wichtig. Ja, deswegen gibt es auch die Förderungen natürlich für die, zum Beispiel, Einliegerwohnung. Glaube ich auch, ne? Schon auch so gedacht, ja. Ja, meistens wird es ja auch umgesetzt dann so. Meistens wird es dann Gott sei Dank auch umgesetzt. Ja. Und das ist halt auch, weil hier wieder der Fun Fact, ich habe, mhm, auch, also in dem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, war es auch so, dass halt unten im Prinzip im Keller, aber es, mhm, war halt so Hanglage und, mhm, unten, also der Keller ging dann halt aus der Erde raus quasi, mhm, war halt auch dann wie so eine Einliegerwohnung. Ja. Und die hatten wir auch eine Zeit lang vermietet, aber irgendwann sind halt mein Bruder und ich da dann eingezogen. Mhm. Also ich so in das Wohnzimmer sozusagen und mein Bruder so in das Schlafzimmer. Mhm. Und dazwischen war halt noch so eine kleine Küche und ein Bad. Mhm. Das war halt perfekt. Ja, super cool. Ne? Und das, ja, ist halt, das ging auch als mit Kind einer Außentreppe. Ja. Es ging mit einer Außentreppe, dann eine normale Haustür. Mhm. Und man hatte halt das Gefühl, das ist halt so unsere Wohnung. Das ist, ja, voll nice gewesen. Und deswegen finde ich, gerade wenn man Kinder hat, die dann in so einem jugendlichen Alter sind irgendwie, für die ist es, glaube ich, total in Ordnung, wenn das halt nicht mehr so, klar, ich kann es jetzt verstehen und ist, glaube ich, oft auch so ein Thema, ja, man will die Kinder jetzt nicht in eine andere Wohnung sperren oder so. Ja, bis zu einem gewissen Alter nicht, aber irgendwann mal sind alle froh, wenn es so, ja, ist. Ja, irgendwann sind alle froh, dass, ja, so ist. Ja, also ist. Und dann, ja, hat sich auch so ein Thema wie ein Kinderbad oder so halt erledigt, weil du hast halt dann da unten, ja, nochmal extra sowas, ja, Möglichkeiten. Ja, ja. Deswegen finde ich auch wichtig, wirklich drüber nachzudenken, auch wenn ihr denkt, nee, ich will eigentlich das jetzt nicht vermieten oder so. Mhm. Wobei, wenn man auch wirklich mal durchrechnet, was man eigentlich an Mieteinnahmen über 40 Jahre oder so kriegen würde, mhm, ist halt auch crazy, wenn du irgendwie, mhm, weiß ich nicht, nur 7.000, 8.000 Euro im Jahr kriegst, mal 40 Wahnsinn. Jahre. Das, ja, ist halt schon wirklich die Hälfte des Hauses, die dann, mhm, bezahlt ist irgendwo. Eigentlich schon, ja. Also eigentlich ist das echt verrückt. Aber wenn es halt so funktioniert und du das, ne, es kommt immer auf die Region an und so weiter. Aber ich finde es schon eine gute Idee, darüber nachzudenken. Genau. Ja. So machen wir das. Und vielleicht, wie gesagt, ich habe ja auch aktuell einen Planungsauftrag. Ja, den nehmen wir als nächstes dann. Der passt da gut dazu. Und da gibt's, ja, genau, da zeichne ich aktuell ein Büro, aber immer setzt schon auch immer von den Abmessungen her Schränke und mhm, Bett mit rein, damit ich genau sehe, funktioniert es, okay, von den Abmessungen her. Also genau das Thema. Ja. Genau. Ja, cool. Ja. Dann danke dafür, für deine gerne. Gedanken. Jederzeit. Und was wir auch nochmal machen werden, mhm, ist so dieses Thema Homeoffice. Oh ja. Also nicht nur Homeoffice als Homeoffice, mhm, sondern ich finde es auch ein wichtiger Punkt, weil wenn du dir jetzt vorstellst, also ich glaube, dass das Homeoffice bleibt. Glaube ich auch. Also Großteil zumindest. Zumindest, ja, ein Großteil. Ja. Und es wird auf jeden Fall mehr da sein als noch vor einem Jahr oder vor zwei oder sowas. Ne? Gut. Also so wird es auch bleiben. Mhm. Und jetzt musst du aber überlegen, wenn du jetzt auf einmal zwei Büros brauchst oder für zwei Leute, mhm, weil halt beide von zu Hause arbeiten, mhm, dann kreiert es ja wieder so eine Situation, wo Häuser einfach nochmal größer werden, mhm, was du aber vielleicht dann zumindest im Rentenalter oder so, wieder nicht mehr brauchst eigentlich. Mhm. Also es sind auch nochmal so spannende Gedanken, wo wir dann nächstes Mal drüber sprechen. Oh ja, da haben wir jetzt schon ein paar Sachen ein, aber die sprechen wir das nächste Mal durch. Okay, das machen wir so. Ja, cool. Dann, wenn ihr nochmal Fragen habt, einfach immer in die Kommentare schreiben. Ne, wir sind immer da und versuchen euch da weiterzuhelfen. Oder wenn wir irgendwas für euch tun können, einfach kontakt@fertighausexperte.com. Mhm. Und dann danke dir, Amelie. Danke dir, Florian. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.